Yo, hey Teil YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Video hier auf meinem Kanal. Und ich möchte euch jetzt in einer neuen Serie, die auch in einer neuen Playlist abgespeichert wird, nach und nach neue Decks vorstellen in gewissen Zeitabständen, sodass wir immer wieder wöchentlich oder in einer halben Woche, also jede 3 Tage, Decks zum Vorstellen haben, whatever, wie genau das kommt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall stelle ich euch heute vor ein Weevil-Deck, beziehungsweise 2 Weevil-Decks. Wir haben auf der linken Seite mein Deck, so wie ich es spiele, und das auf der rechten Seite ist eine andere Version des gleichen Decks letztendlich, das auf die gleichen Core-Karten, also auf die gleichen Hauptkarten aufbaut, aber definitiv ein bisschen anders gespielt wird. So, dann wollen wir direkt mal hier in den Karten-Editor reinhüpfen und ich gebe euch kurze Details dazu, wie das Deck gespielt wird, beziehungsweise erkläre ich das Deck von vorne bis hinten. Was ich hier spiele, ist das Lockdown-Slash-Burn-Deck und das ist die Cheap-Variante, also die günstige Variante. Die Variante, in der ihr nicht so viele Karten habt, beziehungsweise nicht so viele teure Karten habt, wenn ich das so sagen darf. Das ist also die Variante, die ihr wahrscheinlich alle am ehesten bauen könnt. Und ich gehe jetzt ganz klein darauf ein, was dieses Deck eigentlich kann, beziehungsweise was der Sinn dieses Decks ist. Gehen auf Deck ändern und springen erstmal direkt rein. Als allererstes, beide Decks haben die gleiche Fähigkeit. Beide Decks spielen mit der Fähigkeit Parasitenbefall. Nachdem die Starthände verteilt wurden, wird dem Deck des Gegners eine zufällige Anzahl offener Parasiten, Parasit-Karten hinzugefügt. Und zwar eine zufällige Anzahl zwischen 1 und 3. Zwischen 1 und 3 Parasitkarten bekommt der Gegner in sein Deck gemischt durch diesen Effekt. Der Effekt ist sehr, sehr wichtig für uns, weil in dem Moment, wo der Gegner seinen Parasiten zieht in seinem Deck, wird der Gegner nicht nur dazu gezwungen, diesen aufs Spielfeld zu beschwören und macht somit sein Spielfeld dicht, sondern er spielt diesen auch noch im Verteidigungsmodus und er hat ziemlich, ziemlich schwache Verteidigungsstats. Außerdem bekommt der Gegner 1000 Punkte, 1000 Burn, Special Effect Damage auf seine Lebenspunkte und er kann den Parasiten nicht in den Angriffsmodus legen, was ihm noch einen großen Nachteil verschafft. Außerdem hat er währenddessen, er diese Karte zwangsweise zieht, einen Zug vertan, weil er keine seiner eigenen Karten ziehen konnte und ihr habt wahrscheinlich dadurch Zeit für euch gekauft bzw. eine Combo denied. Das ganze Deck hier basiert eigentlich nur auf Effektschaden bzw. auf Direct Attacks. Ihr macht halt Piercing Damage bzw. direkte Attacken und wie das Deck genau funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Wie ihr bestimmt schon gesehen habt, haben wir verdammt viele Karten in dem Deck, die dafür sorgen, dass der Gegner in die Verteidigungsposition gehen. Wir hätten zum ersten unseren Kugel-Kuribo, der uns verteidigt. Wir haben Erdbeben im Deck und zwar 3 Versionen dieser Karte, die uns alle die Möglichkeit geben, alle offenen Monster auf dem Spielfeld in die Verteidigungsposition zu legen. Dann haben wir noch dabei den Windsturm von Etakua, wie auch immer man das richtig ausspricht, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Und das sind alles Karten, die den Gegner dazu zwingen, in die Verteidigungsposition zu gehen. Und genau das ist, was wir wollen. Im anderen Deck, drüben auf der anderen Seite, seht ihr noch, dass wir den Fluch von Anubis mit drin haben. Der wäre auch für dieses Deck hier definitiv nicht schlecht. Aber das Problem an der Sache ist, wie gesagt, das auf der linken Seite ist das günstige Deck, das, was ihr wahrscheinlich alle eher bauen könnt, wenn ihr neu angefangen habt oder wenn ihr noch nicht so viele Karten habt oder whatever, was auch immer der Grund dafür ist, dass ihr nicht genug habt, um euch die rechten Karten zu leisten, so wie ich. Ich spiele das Spiel schon länger, aber habe immer noch nicht alle Drops gekriegt von Reveal zum Beispiel, etc., die ich brauche. Und ja, das ist halt eine Karte, die noch nice in dem Deck wäre, aber nicht weiter gebraucht wird, meiner Meinung nach. So, jetzt die Frage, warum spielen wir alle unsere Karten im beziehungsweise warum wollen wir, dass unser Gegner alle Karten im Verteidigungsmodus spielt? Das liegt ganz einfach daran, dass wir in diesem Deck hier 3x Schattentöter spielen. Schattentöter ist eine Karte, die den Gegner direkt angreifen kann, beziehungsweise die Lebenspunkte des Gegners direkt angreifen kann, wenn das gegnerische Monster im Verteidigungsmodus liegt. Und da wir alle unsere gegnerischen Monster grundsätzlich im Verteidigungsmodus sehen wollen, haben wir durchgehend die Möglichkeit, wenn wir richtig gespielt haben, die Lebenspunkte des Gegners safe mit 1400 anzugreifen. Das ist nebenbei auch noch ein guter Weg, um viele Fallen rumzukommen. Eine Spiegelwand, Verstärken, whatever, wird uns da nicht sonderlich aufhalten. Das Einzige, was nervig werden kann, sind gegnerische Fallenkarten, wie zum Beispiel deren eigene Windstürme, etc. Aber das Gute ist, wir müssen eigentlich kaum mit den gegnerischen Monstern kämpfen. Zumindest nicht mit unseren Schattentötern, da wir damit einfach die Monster umgehen. Des Weiteren haben wir dabei Gyaku Gire Panda.
Diese schöne Karte haben wir dreimal im Deck und die hat auch einen ganz speziellen Effekt. Und zwar erhöht diese Karte seine ATK für jedes Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite um 500 Punkte. Es ist zwar auf den ersten Blick ein schwaches Monster mit 800 Punkten, aber was glaubt ihr, was passiert, wenn der Gegner die komplette Spielfeldseite voll hat? Er spielt zum Beispiel zwei Monster, zieht unseren Parasiten und hat dann drei Monster auf der Spielfeldseite. Wir locken ihn komplett down. Er hat die Spielfeldseite komplett dicht und er kann nichts machen und die Karte bekommt 3x 500 Attack. Somit haben wir instant als 3-Stern-Monster eine 2300 Monster-Karte auf dem Spielfeld, die uns mega den Arsch retten kann. Das ist die höchste Attack aller 3 bis 4 Sterne-Monster, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich kenne ansonsten nur irgendwelche 2000 ATK-Monster, die sich selbst zerstören am Ende des Spielzuges. Und selbst wenn wir nur, was weiß ich, 2 Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite haben, hat diese Karte immer noch 1800 Punkte und es ist ziemlich, ziemlich mächtig dafür, dass sie ein 3-Sterne-Monster ist. Die Karte wird somit ignoriert von Ladybug, also Marienkäfer. Die Karte wird ignoriert von ziemlich vielen Karten und die Karte hat noch einen schönen zweiten Effekt und zwar, dass sie Piercing Damage verursacht. Wenn wir ein Monster im Verteidigungsmodus angreifen, werden die Attack, die wir mehr haben als das gegnerische Monster Verteidigungspunkte, dem gegnerischen Monster von den, dem gegnerischen Spieler von den Lebenspunkten abgezogen. Was bedeutet, dass wir einfach nur verdammt viel Damage durchspritzen können. Das ist der Parasit, by the way, der mit der Fähigkeit im Deck des Gegners platziert wird. Wie ihr sehen könnt, hat dieser 500 ATK, 300 Def und wenn wir die auf die Spielfeldseite des Gegners bekommen und wir dann unseren Panda auf dem Spielfeld haben, könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn der Parasit beim Gegner auf dem Spielfeld liegt und wir den, wenn er im Verteidigungsmodus liegt, da er immer im Verteidigungsmodus liegt, weil er den nicht in den Angriffsmodus switchen kann, was passiert, wenn wir den angreifen mit Piercing Damage? Im schlimmsten Fall, wenn er nur diese Karte auf dem Spielfeld hat, machen wir immer noch safe 1000 Damage, weil der Panda mit 500 Punkten Bonus Attack immer noch auf 1300 liegt, was 1000 Damage überlässt. Das sind 1000 Schaden, die wir dem Gegner for free hinzufügen. So, dann kommt dazu noch die Frage natürlich von euch, wie locken wir den Gegner letztendlich wirklich down? Ja, wir machen die Spielfeldseite von ihm voll, aber dann switcht er in den Angriffsmodus und killt uns einfach. Dem ist nicht der Fall, wir haben Gral Schwerkraftaxt dabei. Diese Karte sorgt dafür, die haben wir auch zweimal dabei, dass ein Monster von uns ausgerüstet wird und 500 ATK bekommt, was super auf dem Schattentöter ist oder auch super auf einem Panda ist. Und dazu noch kommt, dass dein Gegner, oder mein Gegner, unser Gegner in dem Sinne, die Kampfposition nicht ändern kann seiner Monster. Und wenn wir einmal Erdbeben gespielt haben und seine Gegner im im Verteidigungsmodus liegen, kann er die auch nicht mehr in den Angriffsmodus wechseln. Da gibt's keinen drinnen. Des Weiteren haben wir noch dabei Jade Insektpfeife, eine sehr interessante Karte, die dem Gegner ein Monster vom Typ Insekt aus seinem Deck wählen lässt und die oben auf sein Deck legt. Die Karte ist leicht counterbar und kann verschwendet sein. Normalerweise spielt man die Karte, wie ihr im rechten Deck sehen könnt, einmal. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil man davon ausgeht zumindest, dass wenn man den Effekt aktiviert hat vom Parasitenbefall, man 1 bis 3 Karten ins gegnerische Deck mischt. Wenn man also den negativsten, schlechtesten Fall für sich selbst bekommen hat, hat der Gegner nur einen Parasiten im Deck. Weil das sind trotzdem immerhin 1000 Damage und ein schwaches Monster auf seiner Spielfeldseite. Aber man hat halt diese Jade-Insektpfeife und man spielt sie und man hat nur einen Parasiten. Und wenn man jetzt 2 oder 3 davon rocken würden und der Gegner hat halt wirklich nur einen Parasiten im Deck, sind die anderen beiden Karten wortwörtlich heiße Luft. Sie sind im Deck einfach nur drin und verschwendet. Und das ist indirekt mega ärgerlich. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das handhaben möchte mit der Karte. Aber ich denke mal, ich lasse gerade 2 im Deck aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir selbst einen Parasiten spielen. Weil wenn diese Karte geflippt wird, wird die automatisch zum Deck des Gegners hinzugefügt und damit stellen wir sicher, dass wir auf jeden Fall 2 Parasiten in sein Deck kriegen, falls wir die Karte geflippt bekommen. Des Weiteren hat diese Karte noch einen großen Nachteil und zwar, wenn der Gegner Ladybug spielt, aka Marienkäfer auf Doom, dann haben wir das Problem, dass er auch diesen auswählen kann und deswegen unserem Parasiten leider entkommt. Aber es wird mich nicht weiter stören, ehrlich gesagt, wenn er den Ladybug auf die Hand kriegt, weil er den eh verdeckt spielen muss, um seinen Effekt zu triggern und unser Panda von dem Effekt einfach nicht beeinflusst wird und trotzdem mit seinen 1300 oder mehr Attack über den Marienkäfer hinwegkommt. Außerdem kann auch der Schattentöter damit umgehen, wenn wir vorher seine Karten mit Schwerkraftaxt erfolgreich festgelockt haben in der Verteidigungsposition.
So, dann haben wir noch das Problem, dass wenn eine starke Monsterkarte im Angriffsmodus spielt, etc. und er uns niederreißen will oder was auch immer, wir das Problem haben, dass wir einfach gegen eine Wand stehen und nicht genug Damage machen können. Oder dass er ein verstärktes Verteidigungsmonster spielen kann, an dem wir nicht vorbeikommen und wir einfach nicht die richtigen Karten ziehen und wir einfach die Situation nicht unter den Griff kriegen. Dafür haben wir zweimal Maske der Verfluchten dabei, beziehungsweise eigentlich nur einmal. Sie wird im linken Deck eigentlich nur einmal gespielt, weil man sie nicht so sehr braucht, weil man mehr darauf aus ist, die gegnerischen Karten zu zerstören bzw. zu umgehen. Weil Schattentöter davon abhängig ist, dass die gegnerischen Karten im Verteidigungsmodus liegen. Ich persönlich habe sie gerade zweimal dabei, weil mir andere Karten in diesem Deck noch fehlen, die ich leider nicht habe. Dementsprechend habe ich hiermit zweimal dafür gesorgt, dass der Gegner nochmal gelockdownt wird, dass wir ihm nochmal 500 oder mit zwei Masken 1000 Schaden pro Runde zufügen und der Gegner einfach noch mehr Burn-Damage erleidet. Passend dazu habe ich abhängig davon unsere frisch gezogene Eisenschmied-Kozetsu-Karte mit in das Deck gepackt, die uns erlaubt, bei einem Flip eine Ausrüstungskarte von unserem Deck zu ziehen, die uns dann entweder die Möglichkeit gibt, den Gegner down zu locken, weil wir eine Schwerkraftaxt ziehen im Verteidigungsmodus, oder die uns die Möglichkeit gibt, eine Maske der Verfluchten aus unserem Deck zu ziehen, die wiederum die Möglichkeit gibt, den Gegner halt komplett lahmzulegen, solange diese Karte auf dem Spielfeld ist. Des Weiteren haben wir noch dabei Tributexplosion, aus einem ganz einfachen Grund. Der Gegner wird die Karten quitt werden wollen. Er wird gerade die mit Maske der Verfluchten die Karten quitt werden wollen. Der Gegner wird unbedingt dafür sorgen wollen, dass er ein super starkes Monster im Angriffsmodus spielt, um unsere Monster zu zerstören. Und er wird seine ganzen angesammelten Monster häufig als Tributbeschwörungen benutzen. Wenn wir ihm unseren Parasiten aufs Spielfeld beschwören, ist es eine Spezialbeschwörung. Das heißt, er kann unseren eigenen Parasiten als Tributbeschwörungsmonster benutzen. Und das wollen wir unterbinden. Dafür haben wir Tributexplosion einmal im Deck. Ich habe die Karte sogar dreimal mittlerweile. Ich war mir überlegen, die noch einmal zu spielen, aber die meisten Leute spielen gar nicht mit so vielen Tributmonstern. Von daher wäre das Overkill gewesen. Und diese schöne Karte erlaubt es uns, sobald ein Tributmonster angreift, das Tributmonster zu zerstören und alle anderen Monsterkarten in Angriffsposition und dem Gegner 1000 Punkte Schaden zuzufügen, also 1000 Punkte Burn-Schaden zuzufügen. Das Deck hier ist ein sehr aggressives Deck. Das Deck hier hat ein paar Flaws, das Deck kann überrannt werden. Wenn der Gegner schneller agiert und schneller viel Schaden macht, als wir unsere Verteidigung aufbauen können, beziehungsweise den Gegner in die Verteidigungsposition zwingen, dann haben wir ein Problem. Das Deck ist also, wenn ich das Competitive einschätzen müsste, in einem Rating von 1 bis 10, würde ich das Deck auf eine 6 bis 7 einschätzen. Mit diesem Deck haben letzte Season sehr, sehr viele Spieler König der Spiele erreicht und den letzten Hop vom Platin zum König der Spiele gemacht. Und ja, soviel zum Lockdown-Deck. Das ist ein aggressives Deck. Und kommen wir mal rüber zum zweiten Deck, auf das ich nochmal ganz kurz eingehen möchte. Das zweite Deck habe ich leider persönlich nicht. Da kann ich gerade nur dieses schöne Bild benutzen, was ich von einem Kollegen bekommen habe. Und das Deck funktioniert im Grunde genauso wie das Deck, was wir hier spielen. Nur, dass ihr ohne Erdbeben spielt, beziehungsweise dafür mit dreimal der Maske spielt. Die Maske ist in diesem Deck dafür da, dass wir ein bisschen mehr Burn-Damage fahren. Das rechte Deck ist mehr auf Stall ausgelegt. Ihr seht, wir haben Riesenschild-Gärtner drin und wir haben das dicke Kokon drin, was uns erlaubt zu stallen. Wir gehen in den Verteidigungsmodus, der Gegner kommt nicht über unsere Death hinweg. Und wenn der Gegner ein starkes Monster hat, dann bekommt er sofort eine Maske gedrückt. Normalerweise wird in beiden Decks mit zweimal Eisenschmied gespielt. Ich habe den aber leider nur einmal, dementsprechend musste ich ein bisschen variieren. Und es kommt dazu, beim rechten Deck halt wie gesagt, dass das ein bisschen stalliger ist. Ihr habt drei Masken im Deck. Normalerweise hat man in dem Deck, was ich ja eigentlich gerade spiele, in dem Cheap Lockdown, nur eine Maske drin. Aber es war mir persönlich irgendwie zu wenig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin am Überlegen, noch ein paar Karten zu tweaken, rauszunehmen. Wie zum Beispiel eine Maske rauszunehmen. Oder eventuell auch eine Flöte rauszunehmen. Oder eventuell sogar den Parasiten rauszunehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, um auf die 20 Karten zu kommen, damit alles ein bisschen harmonischer und schneller und easier läuft. Ich weiß noch nicht genau, ob man oft irgendwie scheiß Karten zieht, die man nicht gebrauchen kann. Wie sich das variiert, werde ich alles noch sehen und dementsprechend das Deck anpassen, aber das ist die grobe Idee dahinter, damit ihr versteht, wie das Deck funktioniert. Und wie gesagt, auf der rechten Seite, das Deck ist einfach stalliger. Ihr spielt mehr Verteidigungsmodus, ihr lockt den Gegner mehr down und spielt letztendlich die gleiche Strategie mit dem Panda, weil beide Decks auf die, wie ich schon gesagt habe, auf die Metakarten aufbauen mit dem Panda, die gleichen Hauptkarten agieren und ihr auch in beiden Decks natürlich den Kuribo und den Windsturm drin habt. Plus
die Tributexplosion, um gegnerische Tributmonster, die sich befreien, halt freizukriegen. Des Weiteren habt ihr auch im rechten Deck einmal die Flöte dabei. Da habt ihr nur eine Flöte drin, wie schon erklärt, damit die nicht verpufft, falls ihr keinen zweiten Parasiten habt. Ich habe den zweiten Parasiten ja safe hier in dem Deck drin, in dem ich die Karte selbst habe. Und ja, das ist der Unterschied zwischen den Decks. Das eine Deck ist eher aggressiv und lockt die Gegner in Verteidigungsmodus down, während das andere Deck eher defensiv ist und passiv spielt und safe ist und dafür mehr Burn-Damage macht. Das eine Deck ist mehr Effektschaden abhängig und das andere Deck ist mehr von den Monstern, die selbst angreifen, abhängig. Das sind die beiden Unterschiede der Karten. Wenn ihr mich fragt, welches Deck besser ist, ich würde euch sagen, definitiv das rechte Deck. Das rechte Deck würde ich von 1 bis 10 zwischen 7 und 8 einschätzen, während ich mein Deck auf der linken Seite zwischen 6 und 7, wie gesagt, einschätze. Das liegt einfach nur daran, weil das rechte Deck mehr consistent ist. Es hat bessere Draws. Es hat, selbst wenn ihr keine Combo zieht, eine bessere Verteidigung durch die Karten in dem Deck, weil ihr die Cobra, die Topf-Cobra da drin habt für Tokens und weil ihr euren Riesenschild habt und weil ihr euren großen Kokon habt und so weiter und so fort. Und natürlich die Möglichkeit, drei Masken zu ziehen. Meiner Meinung nach mega gut. Aber nichtsdestotrotz, sind beide Decks mehr als viable und ja, das war es eigentlich auch schon so gut wie. Noch ein kleiner Tipp, falls ihr das Deck nachbauen wollt und Eisenschmied Korsett zu zweimal habt, könnt ihr den locker flockig gegen den Parasiten ersetzen, damit ihr zwei davon habt, die euch mehr Ausrüstungszauberkarten ziehen lasst, beziehungsweise die Karten ziehen lasst, die ihr haben wollt. Ich habe den leider, wie gesagt, nur einmal. Und wenn ihr dann den Parasiten rausnimmt, würde ich definitiv auch eine der Insektenpfeifen rausnehmen aus dem Deck. Und die könnt ihr natürlich dann variieren. Ihr würdet dann zwei Karten rausnehmen, würdet auf 19 Karten droppen und dann tut ihr noch den Eisenschmied rein, habt damit 20 Karten und bleibt dann darauf sitzen. Und oder ihr fügt noch was anderes hinzu, irgendwas, was ihr im Deck haben wollt. Das ist euch überlassen, aber umso näher ihr an 20 Karten dran bleibt, ihr wisst ja selbst, wie es läuft, umso besser ist es. So, wenn ihr das Deck nach langer Analyse in Action sehen wollt, verlinke ich euch jetzt am Ende des Videos noch einen Link auf ein zweites Video von mir, in dem ich das Spiel, das Deck in einem Ranked-Spiel, beziehungsweise in Ranked-Spielen spiele und ihr euch das live angucken könnt. Natürlich wie immer kommentiert von mir. Und ansonsten, was mit dem Video, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Analyse und das Deckbuilding gefallen hat, die Idee hinterm Deck, dann lasst einen Like, dann einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr natürlich jederzeit einen Kommentar lassen oder zum Kanal abonnieren, damit ihr keine zukünftigen Folgen von Yu-Gi-Oh! Oder auch keinen zukünftigen Content mehr verpasst. Teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch was davon haben, damit sie das Deck nachbauen können. Whatever. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super tollen Tag, Leute. Oder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen, da ist ein verlinktes Video. Klickt drauf und ihr seht, wie das Deck gespielt wird. Oder rein.